So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Ich speichere, oder ich starte mal aus dem Ladebildschirm. Weil wegen dir. Ah. Komm hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Nein, das ist doof. Komm hier unten rum. Nein, das war auch blöd. Du wirst echt der dürfste Endboss ever. Scheiße. Das wird ein bisschen länger dauern. Ich habe nämlich mal nachgeguckt. Wir müssen diese grüne Anlage angreifen. Ah! Oh. Das war jetzt sehr erfolgreich, weil ich mit diesen Scheiß-Tasten immer noch nicht klarkomme. Ah. Der Typ geht mir echt so leicht auf den Sack. Weil er nie in die Richtung läuft, in die er laufen sollte. Das ist ein bisschen anstrengend. Er macht nie, was ich von ihm möchte. Scheiße. Ey, das war ein etwas längerer Kampf. Das tut mir jetzt schon leid. I'm so sorry. Seht ihr, was ich meine? Okay, einmal haben wir geschafft. Ich würde jetzt eigentlich sehr gerne speichern, weil ich das dumme Gefühl habe, ich werde bei ihm noch. Vor allen Dingen, ich kann ihn ja auch nicht zu nahe rankommen lassen. Aus eben titulierten Gründen. Der Typ ist echt einfach zu gut. Oh, Scheiße. Manu. Das wird ein sehr. Ah, kann ich diesen verflixten Kampf nicht einfach irgendwie überspringen? Ja, ich bin ein Mensch. Ich laufe vor Aufgaben, die mir unlösbar erscheinen. Tatsächlich möchte ich mal ganz gerne davon. Und der Typ erscheint mir sowas von unlösbar. Dusselige Kackbratze, komm jetzt her hier. Mach doch einmal, was ich von dir möchte. Er ist fucking schnell. Das war daneben. Ich will dann auch immer halt einfach sehr schnell von da weg. Nein! Mano! Ich will diesen verdammten Kackpeter hier nicht haben. Das meine ich. Ich kenne. Bitte, bitte, bitte. Wie sollen Kackpeter und ich denn hier miteinander warm werden? Kackpeter und ich werden. Das andere ging immer alles so gut auf die Entfernung, aber nicht mit Kackpeter. Ich nenne ihn jetzt tatsächlich so. Ich weiß, er heißt Ben, aber Ben ist. Ben ist für ihn ein viel zu schöner Name. Er heißt Kackpeter, Ende. Kackpeter und ich, wir werden nicht mehr miteinander warm. Das ist doch so scheiße. Hallo, oh, jetzt renne ich immer noch voll in die Arme. Kackpeter, ich hab dich sehr lieb. Queer. Queer. Benni, Benni, Benni. Ja, das war doch schon mal die. Ah! Hatte ich meine Probleme mit der Scheiß-Tastatur erwähnt? Nein, es ist eine sehr schöne Tastatur. Es ist eine schöne Tastatur für jemanden, der so wie ich öfter mal Probleme hat mit Handgelenken und so. Als nichts für jemanden, der damit spielen will. Schon gar nicht, wenn ihm Peter auf den Fersen ist. Wie bin ich denn da jetzt gestorben? Ich war so weit weg. Okay, da war ich nicht sehr weit weg.
hier keiner einen Augenblick dauern, habe ich das dumme Gefühl. Besonders, wenn er mich immer erwischt. Peter, komm. Das kannst du mir nicht antun hier. Das ewige Rumrenne, komm. Gott. Ja, vor allem, wenn er so direkt hinter mir steht, da muss ich doch schon wieder weg. Das ist doch... Peterchen, komm, 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 komm. Peterchen, komm. Uah. Ich laufe auch voll verkehrt. Warum eigentlich? Das war die falsche Attacke, Kackpeter. Da warst du zu weit weg. Da hast du dich selbst ein bisschen überschätzt, kann das sein? Ich überschätze mich selbst hier voll. Der geht mir gerade so auf den Sack. Super. Das, fehlt, erzählt einer, wie oft und so. Okay. Einmal habe ich geschafft. Das ging in die falsche Richtung. Auch nicht so einfach, Kackpeter dazu zu bekommen. Ich das, da war ich schon wieder zu weit weg. Komm, Kackpeterchen, komm. Oh Mann. Fünf Jahrhunderte später. Eigentlich zwei so scheiß Attacken drauf. Ja, das... Ich möchte jetzt nicht nörgeln, aber das... Der Kampf ist scheiße! Die anderen waren alle so... Geht so. Waren alle so... Okay. Aber das hier ist... Kackpeter ist echt ein bisschen scheiße. Komm her, Kackpeter, komm, 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 komm. Ich werde der Böse, Mann, oh Gott, ich hasse diese Tastatur gerade auch. Das war die falsche Attacke, Kackpeter. Das sowieso. Thank you.
Wisst ihr was? Ich melde mich, wenn ich da durch bin, okay? Warte. Ich hab's geschafft! Ich kann noch. Komm, schalte ich das ab. Funktioniert's? Ich hab keine Ahnung. Warte. Nix, warte. Ich knall ihn ab. Er hat mich so genervt. Du hast ihn getötet. Was du nicht sagst. Wenn es sein muss, knall ich die alle ab. Alles in Ordnung? Nein, aber ich bin nicht verletzt, falls du das meinst. Schon gut. Lass uns endlich von hier verschwinden. Der Kampf war scheiße. Alle anderen waren das her, so geht so. Aber der war vollkommen fucking daneben. Gleich müssten wir die Barriere erreichen. Warum hältst du an? Ich mach gar nichts. Das Auto ist von alleine stehen geblieben. Ich krieg's auch nicht wieder an. So eine Scheiße. So viel dazu. Was machen wir jetzt? Wir bringen die Alarm. Hast du den Verstand verloren? Das ist keine Notwehr mehr. Ist mir doch egal, entweder die oder wir. Es gibt vielleicht noch einen anderen Weg. Da war so eine Art Chronik und in der stand, dass alles, was hier passiert, mit irgendeinem Götzen zu tun hat. Ein Götze? Ja, eine Steinstatue, die sie ins Dorf geholt haben. Was weiß ich, was das wirklich ist. Jedenfalls hat sie irgendwelche übernatürlichen Kräfte und deswegen ist die Barriere da. Vielleicht verschwindet sie, wenn wir den Götzen zerstören. Früher hätte ich jeden für verrückt gehalten, der mir von einer Statue mit übernatürlichen Kräften erzählt. Aber ich hab's ja selbst gesehen. Die Barriere und die Monster. Und wo ist dieser Götze? Keine Ahnung. Na toll. Aber Julia weiß es. Wer ist das? Jemand aus dem Dorf. Sandra, also ich glaube nicht, dass wir hier einer von denen trauen können. Der Nerd hat ausnahmsweise mal recht. Als ob die ihre Missgeburtenkumpel verrät. Das hat sie schon längst getan. Ohne Julia würde ich immer noch im Keller hängen. Ich vertraue ihr. Die fragen auch nicht nach, ne? So, warum hingst du da unten im Keller oder so? Hat es nicht geklappt? Eine Bewegung und ich blase dir das Hirn aus dem Kopf. Was soll das, Jake? Du kannst dir trauen. Ich tue es nicht. Wo ist dieser Scheißgötze? Wenn er nicht so oft Scheiße sagen würde, wäre er ein total netter Kerl. In einer Höhle unter der Stadt. Verarsch mich nicht. Wo genau? Ich fürchen. Ja, das ist gut. Solange wir eine Geisel haben, werden die uns in Ruhe lassen. Los, beweg dich. Tut mir leid. Schon gut. Wir haben uns das ja selbst eingebrockt. Sozusagen. Wo ich Julia echt mag. Sie ist komisch, aber... sie ist auch so ein Vieh, aber trotzdem. Das Ding soll für alles verantwortlich sein? Das ist doch nichts weiter als ein hässliches Stück Stein. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Das klingt schon ziemlich absurd. Es ist aber wahr. Glaube ich zumindest. Du bist dir nicht mal sicher? Die anderen haben es so erzählt. Hast du schon mal dran gedacht, dass die vielleicht nur Scheiße reden? In der Chronik steht es aber auch so. Es muss ja nicht diese Statue selbst sein. Vielleicht ist sie auch nur, was weiß ich, eine Verbindung oder so. Zu wem? Mickey Maus? Na, ist ja auch egal. Wir werden ja sehen, ob die Barriere verschwindet. Jake, verballer nicht die ganzen Patronen. Das Ding ist zu hart. So eine Scheiße. Was wäre, wenn... Wir könnten den Götzen doch einfach sprengen. Ich meine, die Arbeiter haben ja das Werkzeug nicht mitgenommen, warum auch immer. Vielleicht liegt hier irgendwo in der Mine noch Dynamit. Ein Versuch ist es wert. Kommen wir von hier zur Mine? Ja, ein geheimer Tunnel führt dorthin. Los, führ uns dorthin. Nun, offensichtlich scheint aber langsam auch Vertrauen zu ihr zu fassen. Ich meine, sie tut ja auch brav, was man von ihr will.
Julia, ich mag sie. Ist ein wenig komisch, aber ich mag sie. Ist da was? Mal schauen. Super. Sandra. Scheiß auf Ellen. Auf dem bin ich gelandet. Uns ist nichts passiert. Ich komm runter. Nein, dann kommen wir vielleicht nicht mehr hoch. Kannst du nicht ein Seil oder sowas suchen? Also schön. Diese Scheiße steht mir echt bis hier. Los, mitkommen. Oh, wir sitzen da unten nur mal eine Runde rum. Sind ja in guter Gesellschaft. Beeil dich. Wenn dieser Scheiß-Nerd das ausnutzt. Was soll wer ausnutzen? Such weiter! Dieses Arschloch will was von Sandra. Sie bemerkt das nicht. Sie ist ziemlich naiv. Sieht immer nur das Gute in allen Menschen. Ist ja ganz nett, aber es gibt viele, die das sowas ausnutzen. Dieser Nerd tut so unschuldig, weil ich sag dir, das sind die Schlimmsten. Ehe sie sich versieht, geht der ihr an die Wäsche. Aber das lasse ich nicht zu. Sandra gehört mir. Das ist der Götze. So war das bei meinen Eltern auch. Nur, dass es länger gedauert hat. Red keinen Scheiß. Sandra muss sich eher wegen dir Sorgen machen. Such weiter, oder ich knall dich wirklich ab. Das heißt, je gewalttätiger man sowieso schon ist. What? Achso. Aktuelles Ziel. Wir brauchen Dynamit. Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Das heißt also je... Ich möchte jetzt kurz speichern. Ich bin einfach so froh. Je gewalttätiger man sowieso von Natur aus an sich schon ist. Ich krieg die Bretter nicht ab. Ich bin leider auch zu schwach. Wir bräuchten ein Brecheisen oder sowas in der Art. Je schneller übernimmt der Götze die Kontrolle. Das heißt, wir müssen uns wirklich ein bisschen um Jake Sorgen machen. Mama, ich mag Jake. Super. Die Kiste ist zu leicht. Na gut, aber wir kommen da wenigstens hoch, glaube ich. Ach nee, hier, wahrscheinlich müssen wir sie hier vorne vor das Licht stellen. Die Kiste würde nicht sicher genug stehen. Ich mag Jake. Ich will nicht, dass der... Ich glaube, in dem ersten... Oder ich sage mal, im ersten Teil. Ich glaube tatsächlich, in der ersten Version des Spiels flippt er nicht... Also flippt er auch aus. Die Tür rührt sich kein Stück. Das muss wieder an diesen Pilzen liegen. Pilze. Aber es ist nicht... Huch. Hier rüberschieben. Damit könnte ich eventuell... Ich mag Jake. Ich will... Ja, wenn er jetzt hier das Arschloch wird, ne? Dann weine ich. Okay, das geht aber hier unten nicht an einer Brechstange rum. Metallstange. Kann ich mit der Metallstange hier hinten das Ding aufbrechen? Ich mag Jake, ich möchte da jetzt nicht irgendwie... Ich krieg die Bretter nicht. Aber wir haben eine Metallstange. Okay, hier liegt hier irgendwas rum. Anscheinend ist die Lampe nur ausgegangen. Genug Öl hat sie noch. Ein Seil erhalten. Gott sei Dank, ein Seil. Lass uns aber erstmal weitersuchen. Vielleicht finden wir hier unten noch Dynamit. Ich meine, ich mag diesen komischen Freak. Also, ich meine, mit Freak meine ich jetzt unseren Nerd, aber... Ich mag Jake auch. Es ist schwierig. Wen mögt ihr eigentlich lieber? Jake oder Ellen?
Der passt besser zu Sandra. Ich bin mal. Sandra, Sandra, ich weiß auch immer nicht, ob ich jetzt Englisch oder Deutsch sprechen soll. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich mache nämlich einfach noch ein paar davon. Bis dahin. Tschüss.